Hallo, hier bei Johannas Land, Leben und Küche. Ich bin hier in Frechen bei Köln, in der Gartenoase Köln-West bei Marcel gerade zu Besuch. Wir hatten jetzt ja das offene zweite Garten-YouTuber-Treffen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Marcel, dass ich hier sein darf. Gerne. Traumhaftes Grundstück hier zu dem offenen Garten-YouTuber-Treffen. Hättest du mit so einer Resonanz gerechnet dieser Veranstaltung? Also es war jetzt das zweite Mal. Letztes Jahr war auch schon ganz gut was los und ich habe auch damit gerechnet, dass es mehr wird. Aber das hat sich ja irgendwie verdoppelt, verdreifacht, das Aufkommen, das war Wahnsinn. Den Eindruck habe ich auch. Also vielen, vielen lieben Dank an euch. Ihr habt uns wirklich überrannt. Ich habe die Nacht drauf schlecht geschlafen. Nein, nicht, weil ich irgendwie ärgerlich war. Ich war geflasht. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, euch auch mal kennenlernen zu dürfen. Ja, war super, ne? Also wir haben da verkauft und wir haben ganz, ganz tolle Kunden gehabt, die sehr geduldig waren. Die Schlangen waren manchmal sehr lang. Echt top von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Aber sag mal, Marcel, ich bin ja nun hier angekommen, vor dieses Tor gefahren und habe gedacht, boah, wie bist du an dieses tolle Objekt geraten? Also das Grundstück kannte ich schon seit Kindheit an. Wir haben ja auch gespielt in der Ecke auch. Kannte die ganzen Gewächshäuser, habe gesehen, wie es immer mehr verfiel. Ja, es war im Prinzip alles. Die Häuser, es waren halbe Ruinen, da wohnten zwar noch Leute drin, aber es war alles ziemlich runtergekommen. Ja. Und dann haben wir es erstmal angepachtet und irgendwann ergab sich die Möglichkeit, es zu kaufen. Ist ein traumhaftes Objekt, richtig verwunschen. Hier gibt es natürlich noch was gesagt, teilweise verfallen. Hier wird natürlich viel restauriert, dran gearbeitet, ganz, ganz viel wieder instand gesetzt. Wir haben zu Hause ja nun auch eine Gärtnerei und ich finde es ja einfach nur total verwunschen und wunderschön. Hier gibt es ja auch einen ganz, ganz tollen Verkaufsbereich. Wenn man also durch dieses Tor fährt, fährt man gleich auf den Verkaufsbereich zu. Was baust du hier an und was kann man bei dir kaufen? Ja, wir haben noch so ein bisschen, ursprünglich war es das Baumschule geplant. Wir haben also noch einige Pflanzensträucher. Wir haben im Frühjahr eben Beet- und Balkonpflanzen. Wir haben eben Weihnachtsbäume, wir haben Maibirken, das ist eine Tradition hier, aber das Hauptstandbein ist jetzt das Gemüse geworden und wir haben dieses Jahr wieder 80 bis 100 Tomatensorten, ich habe noch nicht durchgezählt, alles mögliche an Gemüse, ob jetzt aus dem Gewächshaus, Gurken, Paprika, Auberginen, Melonen sollen jetzt auch wieder kommen, ganze Freilandgemüse, also ziemlich breit. Ihr seht, wir stehen hier gerade in dem Gurkenhaus und diese Haken hier, die kennt ihr. Die kennt ihr auch von Erfstadt, die konntet ihr da bei dem Sascha kaufen. Und auch aus dem Video des 100 Sorten Tomatengewächshaus, war das jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Ich finde dieses System wirklich klasse, habe das vorher so noch gar nicht gesehen und war völlig begeistert, als ich gefragt habe, wie das funktioniert. Liegen denn nachher wirklich so, ich glaube Sascha hat gesagt, 12 Meter liegen dann auf der Erde nachher? Ja gut, 12 Meter ist extrem, aber so bei den Tomaten 4 bis 6 Meter ungefähr. Bei den Gurken müssen das letztes Jahr 7, 8 Meter gewesen sein. Ja, ja. Jetzt am Montag war mal außer der Reihe, dass man mal hier schauen konnte und das mal durchlaufen konnte, sich anschauen konnte. Du machst ja Feste. Feste ist gut. Eins haben wir bisher. Vielleicht bleiben wir mal noch ein zweites ein. Das ist das Kürbisfest. Das ist immer am letzten Septemberwochenende. Vielleicht merkt ihr euch das einfach mal, bei diesem verwunschenen Ort lohnt sich wirklich zu besuchen. Sascha, sag ich schon. Marcel, darf ich dich mal drücken? Aber sicher. Vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben jetzt zu Hause auch eine Gärtnerei, reine Zierpflanzengärtnerei. Und ich habe hier wirklich in den Tagen, wo ich hier bin, echt noch was gelernt und nehme ganz viel mit nach Hause. Ich danke dir und hoffe, dass ich wiederkommen darf. Aber sicher. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss und vielleicht bin ich beim Kürbisfest wieder hier. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch dann sehen. Macht's gut. Tschüss.